Hallo liebe Zuseher und Zuhörer von Fluggesellschaft.de. Mein Name ist Thomas Job und ich habe heute die Airline News Nummer 11 für euch. Ich finde das ganz toll, dass wir schon so weit gekommen sind. Diesmal auch mit einer geballten Ladung. Dazu zählen nicht nur neue Flugrouten, sondern auch Streckenstreichungen. Dann habe ich wieder für euch am Ende ein paar Flugschnäppchen. Und natürlich noch ein Gewinnspiel für diejenigen, die nicht bezahlen wollen, sondern lieber eine Reise gewinnen. Und dazu auch noch ein kleiner Shopping-Tipp. Es geht direkt los und zwar mit dem Flughafen Erfurt. Der hat uns darüber informiert, dass die Germania im Sommer 2017, also nächstes Jahr, nach Faro in Portugal fliegt. Und da sind jetzt schon die Flugtickets für 49 Euro für eine Strecke buchbar. Diejenigen unter euch, die nicht nur immer billig fliegen möchten, sondern auch etwas mehr Service in Anspruch nehmen, die sollten sich mal in den USA den eigentlichen Billigflieger JetBlue anschauen, denn die haben noch so eine Abteilung, die nennt sich JetBlue Mint. Und ja, diese Airline fliegt von New York City oder Boston in die karibischen Ziele Aruba, St. Lucia, Barbados oder St. Martin. Und auch noch nach Grenada. Ja, dann habe ich hier noch was gefunden. Das ist für mich relativ wichtig, wenn ich im Urlaub bin. Dann möchte ich ja auch gerne die News machen oder euch sonst wie mit Informationen versorgen. Neben dem am Strand liegen, ja, nach 2 Stunden hat man dann immer Lust, mal aufzuspringen und an den Rechner zu gehen. Das kann man nur, wenn man ein sehr gutes Internet vor Ort hat. Und bei dem Trendreiseziel Kuba ist das so eine Sache. Und hier wollte ich euch empfehlen, diesen According to Sascha, ja, unter dem Twitter-Account @SaschaFries ist diese Person zu erreichen. Da gibt es einen tollen Blogartikel auf Englisch. Und da geht es nur um WLAN in Kuba, wie man daran kommt, was man sich da für Telefonkarten kaufen kann und so weiter und so fort. Was das kostet vor allen Dingen und wo man es vielleicht sogar kostenlos bekommt. Also ich buchstabiere das nochmal. Das ist Zeppelin Anton, Schule Anton, Friedrich Richard, Ida Ida Siegfried. Und das findet ihr bei Twitter und da geht es um Wifi. Das ist der internationale Begriff für WLAN auf der schönen Insel Kuba. Dann hätte ich auch noch mal was Exotischeres für euch. Mit EasyJet könnt ihr von Manchester, Newcastle und Southend on Sea nach Gran Canaria fliegen. Was ist jetzt Southend on Sea? Das ist ein zusätzlicher Flughafen von London. Ja, den gibt es nämlich auch. Und da können wir kurz mal schauen, ob wir da weitere Informationen haben. Genau. Ich zeige euch jetzt hier den Twitter-Account Southend Airport. Da bekommt ihr Informationen, wie weit ist das weg? Circa 65 Kilometer östlich an dem Fluss Themse, den kennt ihr, ist das in der Nähe von London. Wenn ihr also auch mal nach Gran Canaria möchtet mit einem Zwischenstopp auf der Insel, um noch ein paar Pfund abzuholen vor dem endgültigen Brexit, dann könnt ihr das hier mit EasyJet machen und dann weiter nach Gran Canaria fliegen. Was haben wir hier? Hier haben wir einen neuen Kooperationspartner von Singapore Airlines und zwar ist das die deutsche Fluggesellschaft Eurowings. Das macht Sinn, ja. Die Singapore Airlines ist in der Star Alliance genauso wie die Lufthansa. Eurowings ist eine Lufthansa-Tochter und die fliegen ja jetzt neu freitags vor allen Dingen ab Düsseldorf nonstop im Airbus A350 nach Singapur. Und wie kommt man jetzt nach Düsseldorf? Man braucht Zubringerflüge und das geht zum Beispiel mit der Eurowings. Ab Frankfurt und München ist Singapore Airlines auch unterwegs. Da gibt es nur nicht so viele Eurowings-Flugverbindungen hin. Das ist also erstmal im Fokus für die Leute, die einen Zubringer nach Düsseldorf brauchen. Dann haben wir noch eine Frequenzerhöhung, nämlich hier von den Norwegian. Die fliegen jetzt ab Berlin-Schönefeld häufiger in die dänische Hauptstadt Kopenhagen. Das wird also ab Mitte August 6-mal wöchentlich passieren. Ja, nicht nur neue Flugrouten, es gibt auch Streckenstreichungen. Hier ist wichtig zu wissen, dass ab Ende Oktober die Lufthansa
ihre Verbindung Frankfurt-Shenyang in China streichen wird. Ja, jetzt habe ich hier noch was Interessantes im Bereich Flugzeugmode herausgefunden. Da klicke ich, glaube ich, jetzt auch mal drauf. Das ist ein Anbieter, der nennt sich veryplainclothes.com und ja, verrückte Klamotten. Wer jetzt Flugzeugfan ist und möchte gerne Flugzeugmotive auf seinem T-Shirt haben, für 45 Dollar kann man hier also Triebwerke oder das Fahrwerk in ja, Art Fototapete auf den Shorts oder auf dem T-Shirt bekommen. Ja, schaut mal rein, ich fand das irgendwie witzig, obwohl ich selber jetzt gerade nicht den Drang habe, hier zu bestellen. Der Flughafen Hamburg richtet noch bis Ende August, bis zum 26.08. in Zusammenarbeit mit der griechischen Aegean Airlines ein Gewinnspiel aus. Und da kann man 2 Tickets nach Athen gewinnen. Wenn ihr also mitmachen wollt, müsst ihr euch da vertrauensvoll an den Flughafen Hamburg wenden. Dann haben wir die aktuellen Angebote gerade. Das ist wieder was für USA-Fans unter euch. Vor allen Dingen Berlin, Düsseldorf mit Air Berlin. Nach New York oder Chicago gibt es Abpreise von 369 Euro. Das wäre also nach New York ist immer ein bisschen teurer. Für unter 400 Euro hin und zurück. Das ist bis in 2017 hinein buchbar. Und der Aktionszeitraum ist jetzt nur noch bis zum darauffolgenden Sonntag. Wir haben also heute Dienstag, nur noch 5 Tage bis Sonntag ist dieses Angebot bei airberlin.com buchbar. Hier wollte ich euch mal zeigen, was ihr theoretisch verpasst, wenn ihr nicht die Airline-News und meine Webseiten auch mal besucht. Ich mache da Kurzfristaktionen, die dann hier in die Videos oder Audios nicht reinkommen. Jetzt habe ich hier gerade was rausgesucht. Es ist ja gerade Regen hier in Berlin und in Deutschland sowieso für die nächsten 3, 4, 5 Tage sehr starker Regen angesagt. Die Sommerferien neigen sich in manchen Bundesländern dem Ende entgegen. Besonders in Nordrhein-Westfalen ist das der Fall. Wir haben höchstens noch so 2,5 Wochen und ein bisschen dort Ferien. Und da habe ich ganz schnell die Angebote herausgesucht, die noch im Reisezeitraum bis zum 21.08. wären. Das wäre also der Sonntag. Montags geht die Schule wieder los. Diese Angebote findet ihr bei mir auf der Webseite, in den News, im Twitter-Account von Flugexperte. Ihr seht hier nochmal die Adresse oben. Und das möchte ich euch ans Herz legen. Die sind wirklich nur wenige Tage buchbar und da muss man ran, ja, wenn man da günstig fliegen möchte. In eigener Sache noch den Tipp, dass ich nicht nur Airline-News in letzter Zeit hochgeladen habe, sondern als Video und Audios habe ich mindestens 3 Interviews ganz frisch erstellt. Und das letzte, was gekommen ist, das war das mit der Alexandra aus Duisburg. Die ist von dem Reiseblog meine-umwege.de. Die geht auf Weltreise und verrät uns ein paar Tipps und Tricks, wie sie eben die Flüge gebucht hat und was sie sonst noch in Asien, in der Südsee und in den USA, Kanada erleben möchte. Da lohnt es sich auch mal auf den Instagram-Account oder die Facebook-Seite von der Alex zu gehen und sich das Ganze anzuschauen. Ja, ich hoffe, für euch war wieder was dabei bei der Nummer 11 und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der Nummer 12 wieder dabei seid. Ich sage danke und bis denn. Tschüss!